Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines Mikrocontroller-Kurses, bei dem es zunächst einmal um den Download und die Installation der Entwicklungsumgebung gehen soll. Die Entwicklungsumgebung, mit der ich hier arbeiten werde, ist das Programm MyVision 4 von Keil. Das findet man unter www.keil.com und wir wechseln zunächst einmal auf die Webseite von Keil und sehen hier die Homepage von Keil. Und hier gibt es halt Embedded Development Tools. Wir werden die Development Tools für den 8051 Mikrocontroller verwenden. Gehen mal auf diese Unterseite entsprechend und sehen hier unter Tool Overview einmal eine Übersichtsseite über dieses Tool, über diese Entwicklungsumgebung. Aber zunächst einmal gehen wir unten auf Download, um letztendlich diese Software runterzuladen. Ich mache das hier einmal, trage meinen Namen ein, meine E-Mail-Adresse. Hoffentlich bekomme ich jetzt keinen Spam. Adresse. Nicht. Sieben, Germany. Anrufen möchte, kann das gerne auch tun. So, und dann drücke ich auf Submit. Und werde jetzt diese Software runterladen. Es sind 31 MB, wie man hier sieht. Es dauert also ein bisschen. Datei speichern. Und während die Software runtergeladen wird, gehe ich hier nochmal zurück auf die Übersichtsseite. Und da können wir uns mal anschauen, was wir hier überhaupt runterladen werden. Und zwar geht es hier um den mittleren Bereich, um Keil Professional Development Kit. Da bekommt man den MicroVision Projektmanager. Das heißt also, wir haben nicht einen reinen Compiler dort, den wir runterladen, sondern können letztendlich unsere kompletten Projekte dort verwalten. Und wir werden in unserem Kurs uns mit dem linken Teil beschäftigen. Also wir werden den Mikrocontroller in C programmieren und nicht in Assembler. Also in C, da gibt es den Compiler. Was ein Compiler macht, das werden wir uns in einer der nächsten Folgen nochmal genau anschauen. Der Compiler ist halt also ein Programm, diese Entwicklungsumgebung, genauso wie der Linker und auch der Debugger. Wir haben zwei Möglichkeiten zu debuggen. Einmal, wenn wir einen tatsächlichen Mikrocontroller haben, also diese Target-Hardware, dann kann man im Prinzip genau mit diesem Mikrocontroller das Programm debuggen, also nach Fehlern suchen. Wir werden in unserem Kurs den Device-Simulator nehmen, also die Device-Simulation nehmen. Wir werden dort unsere Software, die wir geschrieben haben, in dieses Simulationsprogramm laden und dann anhand dieses Simulationsprogramms dann sehen, ob wir das Programm auch so geschrieben haben, wie wir möchten, beziehungsweise dass das Programm auch das macht, was wir möchten. Das heißt, wir werden uns hier mit dem linken Teil beschäftigen und haben auch den Vorteil, dass wir keine zusätzliche Hardware kaufen müssen oder installieren müssen, so gesehen auch keine Hardware-Probleme kriegen werden, sondern wir arbeiten rein mit dem linken Teil. Okay, so, das Download hat funktioniert scheinbar. Dann können wir das direkt mal installieren. Ein Doppelklick. Okay. Und dann sollte gleich die Software installiert werden. Okay, next. Ich bin einverstanden. Von mir aus auch noch C-Keil. Ja, das bin ich. Und weiter geht's. So, die Software wird jetzt installiert. Das dauert jetzt ein wenig, aber das müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Und wir sehen uns dann die Anwendung der Software im nächsten Video an.